wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten jetzt einen Tag Pause. Cheng war ordentlich in der Sonne. Ja, wir sind ein bisschen Farbe gekriegt. Sag mal, Mila, was ist denn los hier? Ja? Guck mal, wie sieht denn Papa aus? Heute gibt es für euch ein saftiges Q&A. Wir haben ein paar Fragen rausgesucht, ne? Ja. Du kannst anfangen, ein paar Fragen vorzulesen. Where is my waffle? Mein Frage wäre, wie sound ihr in den eigenen Slitch? Das Haus aus. Somebody's gonna learn German soon. Yeah! Onkel John heute zu Besuch? Ja. Papa sieht irgendwie komisch aus. John heute zu Besuch, denn John hat was ganz Bestimmtes heute vor, beziehungsweise wir haben was vor und John wird uns dabei unterstützen. Also ich habe das nicht vor, du hast das vor und deswegen mache ich das nicht, sondern schieb das auf John. Denn wenn du dich beschweren solltest, kann ich immer sagen, ich habe es nicht getan. John. Was wirst du heute tun? It will be really, really different. We make like bzzz. Yeah. Oh. We're gonna shave your eyebrows. That's the reason why you're here. That's why I'm here. You know this one. So, bist du aufgeregt? Tatsächlich schon. Weshalb ich mich dazu entschieden habe, ist, ja, keine Ahnung, ey. Ich habe tatsächlich gerade in letzter Zeit ein bisschen das Problem damit, dass ich so einen krassen Haarausfall habe. Weil ich auch glaube, dass es mit Stress zu tun hat. Ja, es hat wahrscheinlich was mit Stress zu tun. Es hat eventuell was mit Mineralstoff, Vitaminmangel oder so zu tun. Ich still auch, ja. Gerade nach dem Duschen habe ich immer so einen Batzen Haare in der Hand und das geht mir gerade derbe auf den Sack. Und ich habe diese Haare jetzt seit, keine Ahnung, wie lange wachsen die schon, Schatz, weißt du das? Drei Jahre? Ja, zwei Jahre? Glaube ich nicht. Zwei Jahre? Ja, ich glaube eher. Zwei Jahre. Sagen wir mal zwei Jahre. Und schaut, ich habe schon wieder ein Haar in der Hand. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und das geht mir, das belastet mich extrem. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal einmal komplett kahl und beantworte dabei eure Fragen. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Ob ich das gut finde, weiß ich auch nicht. Das Ding ist, ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil eigentlich hattest du ja so viele Frisuren schon, also die Leute, die Cheng schon so mega lange verfolgen. Ja. Was habt ihr bisher am meisten gefeiert? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand die Braids am allerbesten und nicht die kurzen Braids, sondern die langen Braids. Also genauso wie es vor einem Jahr, wo wir hier waren, ja. Anfang der Schwangerschaft. Das war so mein Favorite und ich finde, das passt halt auch so mega zu dir. Also ich bin echt nicht dafür, muss ich sagen. Kannst du noch einen Rückzieher machen? Ja, maybe we don't do it. Already. Also das Ding ist, warum ich glaube, dass es ganz gut ist, weil du einfach jetzt gerade keine Braids hast und die Haare oft auch offen trägst, gerade jetzt mit Helm und so, wenn wir mit dem Scooter fahren. Und das sieht halt echt ein bisschen wack aus. Also der wahre Grund, weswegen ich das mache, ist, Sabibu findet mich nicht mehr attraktiv. Dann würdest du dir wieder Braids reinmachen. Fakt ist, wir rasieren das nun komplett runter. Wir lassen einfach mein Gehirn einfach mal ein bisschen lüften und dann schauen wir, was mit meiner Frisur passiert. Neues Lebenschapter. Komm, soll ich auch? Neue Frisur. Soll ich auch, Chef? Let's do this. Du auch? Ja. Nee. Sabibu, nee, lass mal. Hey, das Ding ist, wenn du das machst, dann dreht unsere Milovic durch. I'm sorry. Oh, no. Now it's too late anyways. Oh, scheiße. Jahrelange Arbeit. Einfach wegrasiert gerade. Das Arbeit ist... Passive Arbeit. Ich habe die Kopfhaut bereitgestellt. Village Chibo, Team Chibo, meine Frage wäre, wie schauen eure Ideen eigentlich um das Haus aus? So eine Chill-Out-Area fürs Grillen, Blick aufs Meer und einfach um zu entspannen, Steingarten oder so. Wenn das Haus so einen Wow-Effekt hat, ist das schon schön, aber die Umgebung macht auch einiges aus. Ich habe ein paar Lücken, was eure Videos angeht. Ich meine aber, dass ihr zu dem Thema noch nichts gebracht habt. Also diese Lücken kann man auf jeden Fall ganz schnell auffüllen, indem alle Videos schön geguckt werden. Diese Lücken hier nicht mehr. Aber tatsächlich haben wir, glaube ich, zu dem Garten... Alter, ey, du siehst aus wie so ein Clown, ne? Echt? Weil die... Like an old man. And maybe we leave it like this. Looking cool. Okay. Mein Gott, ey, was haben wir getan? Das einzig Gute ist, dass du dann nicht mehr die ganze Zeit an deinen Haaren fummelst. Denn jetzt, egal wo wir hingehen, Cheng macht einen Zopf. So many sand here. Sand? Yeah. I think you can sell sand for building some house. See? That's because I never wash my hair. Frage war ja wegen der Umgebung. Also tatsächlich ist ja geplant, dass wir gerade in dem Sunken Sofa Bereich dahinter kommen, auch noch liegen und dann, wenn da Bäume irgendwann sind, also Bäume, Palmen wollen wir pflanzen, wollen wir da auch noch eine Hängematte hinmachen. Also das wird schon so ein Chill-Bereich sein.
Und ich denke schon, dass wir da eventuell irgendwann mal einen Grill für Barbecue oder sowas hinballern. Also es ist schon was Schönes. Außerdem hatten wir uns überlegt, auch noch den ganzen Weg entlang bis zur Villa. Da haben wir auch noch ganz viel Fläche eigentlich, was frei ist, bis auf den Weg und Pflanzen. Da halt auch irgendwo einen schönen Spot zum Frühstücken einzurichten. Vielleicht so eine kleine Beruga hinstellen. Genau. So eine traditionelle, nicht Bambushütte, aber so eine kleine Hütte mit diesem reetsbedeckten Dach. Ja, also auf jeden Fall irgendwas mit Schatten ist, glaube ich, ganz wichtig. Definitiv. Und? Weil das Schöne ist, man hat dann nicht nur den Blick nach vorne, sondern auch zur Seite ins Tal. Ja, definitiv. Mein Kopf ist einfach so kalt oben gerade. Zum Tal ist es Tal. Ja, Berg- und Talfahrt hier, mein Scheiße. Genau, und dann haben wir auch noch den Garten. Der Garten ist jetzt nicht so groß, aber wir hatten ja ursprünglich an so einen Jacuzzi gedacht. Wir wollen so einen schönen Weg runterbauen und unten irgendwo einen Jacuzzi platzieren. Und da wollten wir auch eigentlich dieses, wie heißt das? Aber das ist alles jetzt auch, was denn? Ein Beruga? Beruga, kann ich mir einfach nicht merken. Ich weiß nicht, ob man letzten Endes dann da 10 Berugas hinbaut oder ob man sich für einen Spot entscheidet, aber das sind so verschiedene. Ich würde so ein paar machen. Das sind auf jeden Fall so verschiedene Ideen, die wir hatten, was aber jetzt in der grundsätzlichen Konstruktionsplanung noch nicht mit integriert ist, sondern das ist einfach für zukünftig. Ja. Und was ich unbedingt haben möchte, ist ein Spot mit 2 bequemen Stühlen, mit 2 Holzeimern, wo wir dann zum Sonnenuntergang, am besten irgendwo so gerichtet, dass man den Sonnenuntergang sieht, aber wo wir dann mit Eiswasser unsere Füße kühlen können. Ich habe Krampfadern, du vielleicht nach der Schwangerschaft hattest du ja auch nicht mehr lang. Ich habe eine Krampfader bekommen nach deiner, nach dir, Mausebär. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mich gerade nicht ernst nehmen kann. Ich sehe bestimmt richtig aus wie der hinterletzte Klaus. Guck mal im Spiegel. Hinterletzter Klaus. Scheiße. Und wir haben auch noch, ganz kurz zurück zur Frage, sorry, mir fällt jetzt gerade ein, dass wir auch noch in dem dritten Gästezimmer haben wir auch noch einen Private Garden. Richtig. Also neben der Dschungeldusche wird es kleine auch noch eine Chill-Area geben, so mit 2 schönen Liegesitzen, also so sitzkissenmäßig. Dann haben wir ja auch noch die Balkone, das Netz, also ich glaube, wir haben so einige Chill-Bereiche. Und das Geile ist, was man ja auch nochmal erwähnen muss, ist, dass nicht nur in der näheren Umgebung um unser Haus solche Chill-Areale sein müssen, um das so auszufüllen, wie du dir das gerade vorstellst, sondern Temper Hills ist ja grundsätzlich bespickt mit hier in einem kleinen, hinter unserem Garten ist ja dieser kleine japanische Garten, wo dann auch Sitzmöglichkeiten und so weiter sein werden. Dann, es gibt ja einen Spa-Bereich, du hast ja den Gym und so weiter, hast ja alles da, wo du den auch trainieren kannst. Und also es gibt so viele, es gibt ein Café, es gibt Restaurants. Es gibt auch unten einen Strand, wo du sicherlich auch sehr gerne chillst. Dementsprechend brauchen wir nicht alles bei uns im Garten. Weiter geht's mit der zweiten Frage von J-Tox. Wenn ihr oben immer alles aufhabt, die Fenster, in Klammern, wie macht ihr das dann, dass nicht einfach Leute nachts bei euch ins Badezimmer gehen? Team Chibo, Villa Chibo. Also die Möglichkeit besteht. Ja? Das ist aber grundsätzlich, glaube ich, in allen Villen hier in tropischen Ländern, die sehr offen konstruiert sind. Es muss nicht mal hier sein. Geh mal nach Amerika, da sind alle Türen offen. Ja. Die schließen ihr Haustür halt nicht ab. Gerade deswegen haben wir Security in Temper Hills. Und das ist nicht nur am Eingang, sondern es ist Security eingestellt, die dann halt auch da Runden drehen werden. Und das ist hier bei jedem Restaurant, auch hier im Bamba, hier gegenüber. Also überall gibt es hier Security. Die Security kommt durch unser Badezimmer durch. Ich wollte mal kurz checken mit so einer Lampe nachts irgendwann. In Amerika wirst du erschossen. Ja, hier vielleicht auch. Maybe. Wir können es nicht versprechen, probiert es lieber nicht aus. Würde ich auch sagen. Ja. John freut sich, rede ich einen Keks. But I think it just can become better. Die nächste Frage kommt von Pascal F. Hello. Hallo Pascal, hast du auch so viele Achselhaare wie ich? Ich verfolge euch jetzt schon seit einigen Jahren und finde eure Videos mega geil. Nice. Ihr seid einfach immer so positiv und habt schon so viel in eurem Leben erreicht. Das motiviert einen jeden Tag aufs Neue, weil man gezeigt bekommt, dass man selbst auch viel mehr schaffen kann, wenn man daran glaubt. Nachdem ich im September ein Auslandssemester auf Bali machen möchte und danach auch Lombok bereisen will, wollte ich euch fragen, wie ihr die Corona-Lage vor Ort auf Lombok bzw. Bali einschätzt. Kann man noch einigermaßen normal leben oder sind viele Dinge eingeschränkt? Viel Erfolg für die Zukunft und macht weiter so. Grüße, Pascal. Ganz liebe Grüße zurück, Pascal. Also ganz ehrlich, leider kann man die Situation gerade hier null einschätzen. Ab dem 1. Juni, ich weiß gar nicht, haben wir heute den 1. Juni oder... 29. 30. glaube ich. Der 30. Mai, ja. Eigentlich sollte ab dem 1. Juni der Flughafen geöffnet werden. Wurde jetzt um einen Monat verschoben, also bis zum 1. Juli. Das heißt, der Flughafen in Lombok ist zu, man kann hier nicht einreisen. Und erste Gespräche, ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, wird gesagt, dass ab Oktober in Bali, dass die ersten Touristen
einreisen können, aber nicht aus Europa. Das kommt halt auch noch dazu, so Australien und sowas. Also es steht halt gerade noch nichts fest. Wir hatten ja auch geplant, im Juli nach Deutschland zu reisen, gemeinsam mit meinen Eltern dann hierher zu kommen. Ganz realistisch betrachtet wird das schwierig. Und was die Einschränkungen betrifft, ja, die Strände sind gerade geschlossen, also ich glaube auf Bali auch. Also die ganzen Touristensehenswürdigkeiten, die kannst du halt knicken. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht die beste Zeit, um irgendwo zu verreisen. How do you feel? Free like a bird. I'm like a bird. Oh my wow. God. Shit, it's all gone. What did you do? Why, John? Ja, Freunde, könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Aber ganz viele Leute wollten die ganze Zeit, dass Cheng sich die Haare schneidet. Jetzt habt das. Das habt ihr jetzt davon. Sehe ich jetzt aus wie ein Mönch? Ja, hab was. Also ich hab ja auch, also ich kenne ja auch noch ein paar Aufnahmen von der Zeit, wo du damals... wo du damals keine Haare hattest. Also ich glaube, grundsätzlich, Cheng verändert sich auch einfach nicht, ne? Also ich habe so Videos gesehen vor 5 Jahren, vor 8 Jahren. Sieht einfach 1:1 gleich aus. So einfach nicht gealtert. That's a good thing. Und ich glaube, hübsche Menschen kann sowieso nichts hässlich machen. Also die steht eh alles. Ja, ja. Auch mein Schatz. Meins ist es nicht. Vielleicht sollten wir dir auch mal eine Glatze rasieren, um das beurteilen zu können. Nein. Schon nein. Ja, mir steht das an sich aber nicht, weil ich so eine markante Nase habe. Also wenn ich keine markante Nase habe, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber du hast so eine breite Nase. So eine Bullennase? Deswegen kannst du den Sonder so... Liebe Sabibu, lieber Cheng, ich schaue Chengs Videos seit der Longboard-Tour und es ist so toll zu sehen, was für eine Entwicklung dann irgendwann gemeinsam gemacht habt ihr für eine Entwicklung. Nochmal. Ich finde es super erwachsen und sehr bodenständig, dass ihr ganz offen über eure Finanzen und Einnahmen sprecht. Vielen Dank dafür. Ab wann werdet ihr Gäste in eurer Villa empfangen? Habt ihr da schon einen ungefähren Zeitraum? Wäre gut zu wissen, wann wir uns selbst empfangen. Wir wissen halt tatsächlich durch das ganze Aufgeschiebe und durch Corona. Durch die verkürzten Arbeitszeiten, dadurch, dass wir jetzt Verbesserungsvorschläge haben und das jetzt alles quasi noch weiterhin verarbeitet wird, wissen wir tatsächlich noch nicht mal, wann wir einziehen werden. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wann die Möbel fertiggestellt werden. Wir haben schon 48 Mal gefragt und es wird immer irgendwie aufgeschoben, es ist nicht sicher. Es liegt halt daran, dass diese Möbel, die werden halt angefertigt. Und auch diese Arbeiter sind aufgrund von Corona halt eingeschränkt und können nicht jeden Tag dann arbeiten. Es ist kein Möbelhaus, wo wir einfach was bestellt haben, sondern alles richtig wird, Carpenters. Die ganzen Holzsachen, das wird alles angefertigt, extra für die Villa. Ja. Und ja, wegen Corona, dann kamen jetzt noch die Feiertage dazu und. Also wir warten selbst. Jetzt am Montag werden wir eventuell erfahren, wann sie fertiggestellt werden. Ist das so? Weil der Betrieb öffnet, Freunde. Öffnet. Das heißt, der Betrieb war zu. Vielleicht haben die ja noch nie mal angefangen. Scheiße, ey. Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir weitere 2 Monate auf unsere Möbel warten. Das wäre natürlich äußerst bescheiden. Und das Ding ist, bevor wir dann Gäste empfangen wollen, soll alles perfekt sein. Also ich möchte alles dekoriert haben, perfekt eingerichtet haben. Ja, die Pflanzen sollen auch schon mal überall gepflanzt werden. Die Palmen sollen auch alle schon fertig. Jo. Also vor 5 Jahren wird das nichts. Nee, aber wir wollen halt auch noch nach Bali, dann nochmal wegen Deko gucken. Wir wollen Skulpturen kaufen für den Garten und Statuen. Wir möchten einfach ein 100%iges Erlebnis für euch schaffen. So, dass ihr kommt und euch auch richtig gut fühlt, richtig empfangen von uns fühlt. Und dafür wird es sicherlich einfach noch ein bisschen Energie von uns benötigen. Und wir wollen halt auch die Villa, wenn wir sie abnehmen, dann muss halt auch alles stimmen, weil wenn man ein Haus abnimmt, kennen die Leute sicherlich, dann wenn danach irgendwas passiert, dann muss man selbst für die Kosten aufkommen und so muss man halt noch gucken, ne? Und es soll alles halt einfach perfekt sein. Jeder Rasen, so wie wir uns das vorgestellt Fussel, jede Pflanze, das Blatt muss im richtigen Winkel hängen. Was ich sehr schade finde, ist, dass wir zum Beispiel jetzt nie nach Jakarta, nach Java, wo die Möbel angefertigt werden, hinreisen können, weil ich hätte super gerne auch ein Video dort vor Ort produziert, wie die Möbel da gesägt und geschliffen und keine Ahnung was werden. Ja. Da gibt es ja eine ganze Stadt, die sich nur mit Holzarbeiten beschäftigt. Also ich denke mal, wir werden da eines Tages auch so mal hinfahren. Vielleicht ja für die Nachbarvillen. Oder wenn Jonosen zum Beispiel baut oder so. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen. Wir haben ja jetzt auch eigentlich erst die Basic-Möbel bestellt. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch nach und nach dann noch Möbelstücke dazu kaufen. Ja. Der obere Bereich muss ja auch noch nicht perfekt sein, aber die Gästezimmer, es muss alles perfekt sein. Und erst dann werden wir
die Villa vermieten. Sprich, irgendwann in 5 Jahren. Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Jahr tatsächlich wird es schwer. Also wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn, dann Ende des Jahres und sehr realistisch betrachtet erst 2021. In 5 Jahren. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Yes. So, Freunde, das war's mit den Fragen. Falls ihr irgendwelche Fragen an den lieben John habt, dann ballert sie sehr gerne mal in die Kommentare. Dann können wir ihn nochmal einladen für ein Video, wo er eure Fragen beantwortet. You will answer the questions of our community, maybe, in one of the next videos. He doesn't have a choice. then we will shave your head. Natürlich könnt ihr auch alle eure weiteren Fragen an uns unten in die Kommentare schreiben. Ja, mit den beiden Hashtags. Und dann sehen wir uns. Ja, morgen ist schon wieder Chibo. Ja. Ne? Morgen Villa Chives. Villa Chives. Wir freuen uns drauf. Bleibt dran, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich glaube, ich habe einen Haferschluck. Stay positive. Nein, kein Corona. Tschüssikowski. Thank you, John. Thank Sorry. You. Thank you for destroying me. Oh, ja, ja, ja. Guckt euch das an. See you. Goodbye. Goodbye, Hair. Heftig. Da könnte man eine Perücke draus machen. Wird das jemand kaufen? Das ist schon wieder aufgehört. Guck mal, sobald ich sie hinlege. Daniel, du willst immer nur auf dem Arm. Ja. Yeah. Ah, ja. Ah, ja. You look beautiful. Wow, you're so cute. Ich finde es so süß. Oh mein Gott, du siehst aus wie Schneewittchen. Du siehst aus wie Schneewittchen. Schnell einmal waschen. Schnell einmal waschen. Schnell einmal waschen. Mein Mäuschen.